Hallihallo, Hallöle. Es ist Winterzeit und Gerhard braucht natürlich einen neuen Mantel. Aber wir warten jetzt erstmal, bis hier ein paar Leute drin sind. Dann erkläre ich euch mal, was hier gerade am Bach ist. Ja? Weil Gerhard, meine Wenigkeit, hat natürlich wieder für Gerhard Cartoon, ja, etwas bestellt. Ja? Hallöchen, ihr Lieben. Hallöle. So. Ich habe mir natürlich was ganz, ganz Cooles bestellt. Ja, es ist ja Winterzeit. Ja. Und wo gibt's coolere Sachen und qualitätsgute Sachen? Ja. Am besten günstig zu kaufen. Amalakoye. Hä? Hallo, Coco Chanel. Ja. Hallo, Nicole. Ja, wo kriegt man günstig richtig geilen Bullshit her, ja, den sonst keine Sau kaufen würde, ja, am besten aus Japan oder China, ja. Also, es ist Winterzeit, wie schon erwähnt, ja, und Gerhard, meine Wenigkeit, braucht natürlich wieder einen Mantel, damit auch sein Arsch warm hat, ja. Und da habe ich mir mal überlegt, bei Wish, da gibt's immer voll günstig Geld, etwas zu kaufen, ja. Vielleicht auch ein Kleidungsstück für moi. Ja, also habe ich mir überlegt, bestell doch einfach mal bei Wish einen wunderschönen, deliziösen Mantel für mein Antlitz. Ja, ihr seht, ich habe meine Zähne rausgemacht, ja, weil das ist ein ernstes Thema, Diggas. Ja, das heißt, da darf ich nicht lispeln, ja, Diggas. Ja, also habe ich mir bei Wish einen Mantel bestellt. Hier. Seht ihr? Euren Mr. Gerhard Cartoon, ja? Pseudonym. So. Ja, habe ich mir natürlich ein schönes Seder. Hier, Gerhard Cartoon, nur für moi, ja? Also, es ist nicht an irgendeinen Gerhard, sondern an den Gerhard, ja? Und es ist, was mir so auffällt an diesem schönen verpackten Ding ist, die legen keinen Wert auf Bügeln und Falten, ja. Es ist eine Mülltüte, ja, sozusagen, ja. Aber der Schein kann natürlich trügen, meine Lieben, ja. Der Schein kann natürlich trügen. Vielleicht ist das einfach nur so Luft raus und in ein kleines Täschlein rein, ja. Ich zeig euch mal, wie eigentlich mein wunderschöner Mantel aussehen soll, ja. Und ihr werdet staunen, was für ein Schmuckstück ich mir da angelacht habe, meine Lieben, ja? Seht ihr? So soll das wunderschöne Teil aussehen. Es gab's natürlich auch in Rot, in Grün. Eigentlich wollte ich so Jokergrün, aber dann sagte Sonja, ja, damit jeden Tag rumrennen, es sieht etwas kacke aus wahrscheinlich. Da müsste ich mir die Haare grün färben, Pipapo und Pumpaparum. Ja, aber Leute, guckt mal. Hey, 261 Euro soll der Bullshit irgendwann mal gekostet haben oder aktuell irgendwo noch kosten, ja? 261. Und da ich so ein Special-Kunde bin, mit viel, viel Geld, wo ich aber nicht ausgeben will, ja, habe ich mir dieses Meisterwerk für sage und schreibe 11 Euro gekauft. Dieses Wish-Produkt, ja, dieses wunderbare, beraubende, von Atem beraubend, ja. Da bleibt einem ja die Rotze weg. Seht ihr, das gab's in Rot. Ja, und ich habe natürlich in Schwarz bestellt. Ja, 261 Euro sollte es einst mal kosten. Also davon gehe ich aus, dass das wirklich ja von Thailänderinnen geknüppelt ist. Und die Knöpfe, die sind wirklich ja aus Stahl geblasen, ja, und mit den Eiern geklöppelt, ja, also das muss wirklich ein Meisteranzug sein für dieses Geld, ja. 11 Euro, ja, da sagt doch ein Gerhard nicht nein. Also habe ich mir dann überlegt, für 11 Euro, das kann ich mir leisten, Digga. Das kann ich mir leisten noch, ja. Wenn ich mir nichts leisten kann, aber das kann ich mir noch leisten. Ja, also habe ich mich entschieden, dieses geile Teil für meinen attraktiven, wunderschönen, ja von Gott gemalten Körper, ja, zu bestellen, meine Lieben.
Hallo Marion, hallo der Rest, der hier zuschaut. Ja, also habe ich mir das bestellt. Ihr seht es, hier ist es angekommen in meinem Tütchen, also kein Karton, ja, weil es kostet ja auch nur 11 € und da wäre der Karton ja schon ja teuer genug. Dann müsste ich ja 15 € vielleicht nur für den Karton und so. Ja, also man soll nicht wählerisch sein, liebe Leute, ja, für 11 €, ja. Wo vorher 261 € gekostet hat, ja, da ist auch 11 € nix, ja, mit Rückgabegarantie, ja. Und jetzt würde ich mal sagen, Freunde, ich bin so aufgeregt auf diesen Bullshit, ja. Also, ich stelle euch mal in meinem Obstkorb, meine Lieben, ja. Das heißt, ihr seid auch gesund beim Zusehen, seht ihr? Ihr seid ein bisschen schief gleich, aber es ist nix, nix für ungut. Ja, ihr steht jetzt sozusagen auf einer meiner Bananen. Ja, kann ich euch gleich mal zeigen. Hier ist er nochmal. Es ist bei euch wahrscheinlich spiegelverkehrt, aber ihr seht an Gerhard Cartoon, ja, an diesen Menschen, ja, den es nur einmal im World Wide gibt, Web gibt. Also dann würde ich mal sagen, pack mal die Scheiße aus, ne? Oh, also. Also. Ich glaube, Klopapier und das Trink von meiner alten, ja, das hält wärmer im Winter. Das ist ja furzdünn, das Scheißding, ja. Mein Gott, ist das edel, ja. Weniger ist manchmal dem mehr, ne? Ja. Du heilige Scheiße. Selbst zusammengekrumpelt, ja, wäre mich damit nicht mal mein Sack. Damit geht's ja schon mal los. Aber natürlich, scheißegal, ja. Ich bin ein Blender, ich bin Entertainer. Ja, 100% Entertainer, ja. Also könnte ich eigentlich was Dickes drunter anziehen und ziehe dann den Mantel zur Deko an. Ja. Also, dann werde ich jetzt mal checken und testen, meine Lieben, ja. Ihr könnt natürlich das mitverfolgen, ja. Aber auf diesen Niederschlag, was euch gleich erwarten wird, muss ich mir erstmal einen rauchen, ey. Das zieht ja total, das zieht ja, das macht ja. Das ist ja scheiße. Ist das. Die Knöpfe sind wirklich aus echt goldenem Plastik. Ja. Echt goldenes Plastik. Also ihr, wenn ihr das sehen wollt, das ist wirklich hochverarbeitetes Plastik, ja, aus Thailand. Ja, war vielleicht vorher mal so ein Kugelschreiber oder sowas oder vielleicht eine Reißzwecke oder so, ja. Also jetzt zum ersten, also optisch wirklich von Wish eine Schönheit, ja, eine wirkliche Schönheit und wirklich weniger ist denn mehr. Jetzt ziehe ich das Ding mal an, so, mein Jackett muss aus, ja, Gerhard. Zieht sein Jackett aus, ja, jetzt werden die Frauen da draußen wuschig, ja, aber das kann man ihnen nicht verübeln, ja, weil man kriegt man mal so etwas Schönes zu sehen, ja, nicht jeden Tag. So, ach du heilige Grütze. Gott. Was ist das? Liebe, sieht das von hinten aus? Das ist doch Rotz, oder? Ach du Scheiße, Der ist viel zu breit für dich allein ich muss schon. allein schon aufpassen, wenn ich mich jetzt da strecke, dass da nicht zerreißt. Was ist das für ein Fetzen? Nee, da gehe ich Das doch. sieht so aus wie so ein, irgendwie so ein Klavierspieler, der so, keine Ahnung, so ein Mantel hat, wo der dann so nach hinten zu und dann so ein Klavier sitzt. Ich knöpfe mich jetzt mal gechillt zu, ihr Lieben. Ja, also bis jetzt merke ich, ja, es wird mir eher kälter als wärmer und eben war mir schon ziemlich warm in meinem eigenen Haus, ja. Aber ich merke, die Jacke ist eher was für den Sommer oder so, ja. Ja, es ist nicht Seide, es ist Arschhaar. Arschhaar aus Indien, denke ich mal, ja, von Japaner importiert und hierher geschippert, ja. Arschhaar ist das, ja, verarbeitet. Sieht Liebe nicht mal ethnisch Leute, aus. ohne Scheiß, wenn ihr aus
aus Wish irgendwas bestellt, ja, dann bestellt was, was echt günstig ist und vor allen Dingen euch nicht das Herz zerbricht, wenn es scheiße ist, ja. So. So, ich mache das mal an. Meine Lilie hält ganz kurz das Handy. Kipper, bisschen Kipper. Seht ihr? Ich kann Magic. Pass auf. Pass auf. Gut. Bisschen mehr Rühren. So. So. Warte. Stopp. So ist gut. Seht ihr? Ja. So. Seht ihr? Ist das kein edles Stück? Es ist ein edles Stück aus Wish. Kostet eins, 261 Euro, aber für die Gerhard, ja, und ich habe auch noch bei diesem scheiß Rädlein drehen und draufdrücken, ja, gewonnen, ja, kostet es für mich, die wussten schon, das geht an einen Mr. Cartoon, ja, einem Namen, ja, 11 Euro, Diggers, 11 Euro für den Scheiß! Und ich zeige euch nochmal, ja, wie das eigentlich auszusehen hat, dieser Scheiß, ja. Damit ihr mal seht, was Wish wirklich für ein Meisterwerk kreiert hat, ja. Von 261 Euro auf 11 Euro. Diese Grütze. Damit möchte ich noch nicht mal verbrennt werden, aber nachkommen, ja. Das möchte ich noch nicht mal zum Arbeiten anziehen, ja, wenn ich draußen den Mist mache oder sowas, ja. Und damit möchte ich noch nicht mal schlafen, wenn die Decke über mir drüber ist. Da krieg ich doch einen zu viel. Hey, Leute, 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 Leute. Das ist ja noch nicht alles. Das ist ja noch nicht alles. Das hat auch noch ziemlich lange gedauert, bis es hier war. Ja? Man müsste irgendwann meint da gerade echt, da haben wirklich monatelange kleine Lilliputaner dieses Ding. Ach du Scheiße, noch nicht mal der Knopf. Noch nicht mal der Knopf geht. Doch, jetzt geht er auf. Ha! Ja, also muss ich einen neuen Mantel bestellen. Wow, schick für 11 Euro. Hör mir auf. Das ist doch scheiße. Ja. Also, auf jeden Fall Stiftung Warentest. Scheiße, ja. Ach du Kacke, Herr. Sag mal, ist da ein Knopf abgefallen? So was, ja. Und die Knöpfe, das ist der Knaller. Die Knöpfe, ja, die sind aus Plastik. Und aus ganz billigem Plastik, ja, nicht einfach so ein Plastik wie an Feuer oder an Kugelschreiber, sondern so richtig billiges Abbrechplastik, ja, wo man einfach mal den Knopf zweimal, dreimal benutzt und dann hat man mehr Knopf in der Hand als noch an seinem Mantel oder so. Leute, 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 Leute. Aber ich habe ja jetzt gelernt, ich habe vom Besten, der Besten, der Besten, Besten gelernt, ja. Und ich zeige euch jetzt, was man da draus macht. Moment. Alter, ich brauche Feuer. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Oh nee. Wir sind jetzt gerade im Schlafzimmer. Ja, ich habe Gott sei Dank von ganz lieben Menschen zur Weihnachtszeit fett Feuerzeuggeschenk gekriegt, weil die Leute alle meine Live und Sonjas Live verfolgen und immer mitkriegen, ja, dass Gerhard immer seine Feuerzeuge verlegt. Also danke nochmal dafür, ja. Also, das ist eins dieser geschenkten Feuerzeuge, ja. Und die funzen mehr als mein scheiß Mantel, ja. Und das war sogar noch günstig. Ich habe die geschenkt gekriegt aus Liebe, ja. Und da habe ich noch aus Liebe 11 Euro bezahlt, ja. Und krieg so einen Scheißdreck. Ich bin sprachlos, Leute. Ich bin sprachlos, echt. Puh. Aber natürlich, wie schon eben gesagt, ich habe natürlich vom Besten der Besten hier bei Facebook gelernt, ja. Ein richtiger Entertainer, Leute. Mit Feingefühl für Verkauf, ja, und mit Sympathie, ja, das was ich auch hab, das was ich auch hab, Sympathie, ja. Das heißt, dieser Mantel, den habe ich einmal jetzt getragen, Leute, ja. Der ist noch von Napoleon. Ja, der ist eigentlich von Napoleon, ja. Wish hat den bloß runtergesetzt, weil keiner mehr Napoleon kennt, ja. Also,
Wenn ich jetzt, der hat früher, hätte der gekostet 261 Euro, liebe Leute, ja, 261 Euro. Aber das wäre unfair, ja, wenn ich den euch für 261 Euro verkaufen würde, ja, obwohl er so viel wert ist, ja. Der Mantel eigentlich, ja, habe ich selber bezahlt für, ich will nicht lüge, ja. €67,90. Aber wenn ihr mir 60 gebt, ja, ist das alles voll in Ordnung, ja. Und ich mache da keinen Gewinn dran, weil ich will auch keinen Gewinn machen von diesem schönen Mantel, ja. Also schreibt mir dann PN oder wenn ich irgendwann mal WhatsApp hab, könnt ihr mir schreiben, ganz seriös, ihr wollt den scheiß Mantel haben, ja. Einmal getragen, Qualität, ja. Und hat leichte Gebrauchsspuren, weil ein Knopf fehlt, aber das muss so, ja, weil das war noch teilweise aus dem Krieg, ja. Und von daher, das ist ein Unikat, eine Rarität. Ja, aber jetzt ernsthaft, Leute, 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 ich habe jetzt bei Wish, ja, Kameras bestellt, ja, 1A, ja, haben funktioniert, ja. Ich habe schon einiges so bei Wish bestellt, an kleinen Scheiß, ja. War alles okay, ja, war nicht die beste Qualität, aber es war okay. Es war okay, meine Kameras waren zwar für Windows 7, ja, die konnte ich, letzter Stand der Updates war Windows 7 und ich habe mittlerweile Windows 10, ja. Freunde der Nacht, ja. Also die funktionieren zwar, ja, man kann aufzeichnen, aber man kann nicht per Programm auf seine Kameras zusteuern, sondern man kann die wie so ein scheiß Handyfilm rüberziehen auf seinen PC. Ja. Für sag und schreibe 5 Euro. Ja. Aber der Mantel ist doch lächerlich. Der Mantel ist doch lächerlich. Der hat doch niemals vorher 261 Euro gekostet. Der hat niemals 261 Euro. Sonja, kannst du mich ganz, ganz kurz mal halten? Nochmal. So. Ich zeige ihn euch Der nochmal. ist ja. Warte, ich ziehe extra, weil ich glaube, Ich hab doch noch mehr. dass dieses Schwarz da drunter, dieses T-Shirt könnte täuschen. Somit habt ihr dann so einen Vergleich zwischen hell und dunkel, ja. Und dann, oh, werden einige wieder ganz spitz, ja. Oh, sexy. So, einen Moment. Meinen wunderschönen 261 Euro 1000 Millionen Mantel. Ja, aus Thailand geknüppelt. Ja, seht ihr das robuste Teil? Ein bisschen. So, muss der Sonja gerade mal zeigen, wo sie hier leuchten soll. Die sieht ja gerade nichts, weil ich sehe mich ja selber. Ja, Die kannst du halt nicht essen jetzt mache ich die und Knöpfchen zu. Wirklich, diesen klasse, die sind wirklich aus echtem goldenem Plastik. Ja, so. Ich mache jetzt zu, jetzt habt ihr so ein bisschen den Farbunterschied, weil hier ist es gerade hell, ja, obwohl hier oben die Funken leuchtet. Ja. Jetzt mache ich schön meinen Mantel zu und setze mich bloß gut in Szene, wie dieses gibt Engel die Lappe her. So seht ihr, guck, dreh um, mach die Kamera selber um. Und film du, damit du siehst, was du filmst. Jo. So. Seht ihr, Leute? Das ist mein Mantel am Mann nach Köln. Wenn ich so rausgehe, ja, also natürlich hätte ich dann vielleicht ein weißes Hemd oder sowas an für mein, ja, sexy Body, ja. Aber guck mal. Und jetzt zeige ich euch mal das Geile, ja. Hört ihr das? Es reißt schon, wenn ich mich strecke, wenn mein Adonis, ja, mein muskulöser Adonis, ja, hier sich mal strecken muss oder so. Dann bin ich gefickt. Ja, dann bin ich hier nackig. Dankeschön, Lilly. Dankeschön. Hier ein herzliches Dankeschön nochmal an Lilly für das Kamerahalte. Kuckuck. So. Also, Fazit. Ja, Fazit. Oh Gott, ich sehe aus wie Gildo Horn. Gerhard hat euch lieb. Auch wenn's manchmal Tränen gibt. Kommt darüber und singt für euch Lieder. Gerhard hat euch lieb, immer wieder. Immer wieder.
So, ihr Lieben, dann mache ich für heute mal jetzt ja für diesen Scheiß mal Schluss. Wir sehen uns heute Abend 20:15 Uhr, ja, hier in diesem Kanal, ja. Da rufe ich an bei der Taximann oder der Dönermann in Berlin, ja. Also 20:15 Uhr hier auf diesem Kanal, Mr. Gerhard, ja, beziehungsweise Mr. Cartoon. In diesem Sinne, ja, einen schönen Tag noch, Diggers. Peace and out.